Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Domekeeper, ein wirklich, wirklich schönes, anstrengendes Spiel, bei dem wir eine Kuppel haben, die wir verteidigen müssen gegen Aliens. Dafür müssen wir ganz, ganz, ganz schnell Ressourcen holen. Ihr werdet es ja gleich selber sehen. Aber ja, so viel zur Einführung. Ich glaube, das macht unglaublich viel Spaß. Ich habe noch nicht reingespielt, aber ich habe das Let's Play bei Hirnsturz verfolgt und ich finde das super, super cool. Wenn wir es schaffen, dann kriegen wir, glaube ich, für die nächste Runde neue Kuppeln und sowas. Also mal schauen, ob wir es überhaupt hinkriegen. Vielleicht versagen wir jetzt schon in der ersten Folge. Das kann sehr gut sein. Also, wir wählen jetzt unsere Ausrüstung. Ich glaube... noch nicht freigeschaltet. Wir haben noch eine Laserkuppel. Dann haben wir hier den Techniker, den können wir noch nicht. Ein gut ausgebildeter, effektiver Profi mit herausragenden Bergbaukenntnissen. Sehr schön, das will man noch hören. Hier steht standardmäßige Minenkuppel mit einem Präzisionslaser. Werkzeug, Schild. Es gibt auch Abwehrspray und Fruchtpflanze, geht noch nicht. Installiert ein Schild, der einen linken Schaden absorbiert, wird automatisch aufgeladen. Sehr gut. Und Modus ist die Reliktjagd. Finde das tief vergrabene Relikt und bring es zu deiner Kuppel zurück. Also das ist unser Ziel. Dann gibt es noch Prestige. Haben wir aber noch nicht. Gut, dann machen wir doch so. Fortfahren. Wir spielen mal auf normal. Schwer, brutal. Ich weiß nicht mal, ob wir normal schaffen, ehrlich gesagt. Nicht leicht, aber etwas entspannter als die anderen Schwierigkeitsgrade. Ich finde es bezeichnend, dass es kein Leicht gibt. Aber wahrscheinlich macht es dann auch nicht so viel Spaß. Oh, ich bin ganz nervös. Ich weiß, dass das Kacken schwer ist. Und vor allem zeitintensiv. Es kann sein, dass ich sehr wenig zum Reden komme. Oh, ich merke gerade, mein Gamepad ist angeschlossen und vibriert. Oh, das ist natürlich doof. Moment. Kann ich schon? Oh, Moment, ich mach mal kurz so. Tatsächlich möchte mein Gamepad jetzt quasi machen. Ich muss mal ganz kurz das Gamepad abtun. So, Gamepad ist ab. Ich habe mich gerade gewundert, warum es hier unterm Tisch vibriert. So, Spiel fortsetzen. Das ist unsere Kuppel. Geht schon los? Ich weiß es gar nicht. Ich will euch mal was zeigen. Und zwar hier A-Kampf, D-Verbesserung. Okay, also, das ist unsere Laserkuppel. Und hier gibt es ganz, ganz, ganz viele Verbesserungen für alles Mögliche. Für Waffen, für uns selber. Aber bis jetzt seht ihr hier Inventar 0, 0, 0. Also, oh, wie komme ich denn wieder raus? Q. Das ist ja komische Tastenwahl. So, also wir... Wie komme ich hier raus? Auch cool. Okay. Wo bin ich denn? Ich will hier raus. Darf ich bitte raus? Ich will raus. Hilfe. Ich habe doch Q gedrückt. Ah, jetzt bin ich raus. Oh Gott, das kann ja toll werden. So, und hier, wie wir sehen, sehen wir nichts. Wir müssen erstmal ein bisschen graben. Oh, und hier ist schon die erste Ressource. Sehr schön. So, ich muss mich mit der Steuerung halt jetzt erstmal vertraut machen. Wir sind jetzt sehr langsam, weil wir so viel tragen, tatsächlich. Wir können die auch wieder ablegen mit Q, wie ich da unten gerade lese. So, was sonst so drin? Ein paar Ressourcen, die uns gleich den Hintern retten werden. Oh, 3 Stück kriegen wir hier am Anfang. Okay, das Spiel ist gerade sehr freundlich zu uns. Mit den Dingern können wir nämlich die Kuppel reparieren. Warte mal kurz, wenn ich jetzt schon so viele Materialien habe, ich gehe mal kurz ran. Die... was haben wir denn Schönes? Also, wir können uns das mal angucken. Kann ich hier was machen eigentlich? Standardmäßige Minenkuppel mit einer Präzisionslaserstruktur 800 SP. Okay, Feindanzeige. Ja, das finde ich eigentlich wirklich wichtig. Das zeigt uns nämlich an, wann die nächsten Gegner kommen. Ganz ehrlich, das mache ich mal. Das nehmen wir uns mal. Was ist das hier? Installiere einen Zähler, der zeigt, wie viele... Nee, das ist mir egal. Wie viele Angriffswellen du überlebt hast. Das könnt ihr in den Kommentaren gerne machen. Zeigt die strukturelle Integrität der Kuppel an. Ach, das haben wir noch gar nicht. Strukturelle Integrität der Kuppel. Ja, ich glaube, alles solche Anzeigen. Hier, jetzt sehen wir nämlich hier unten Herzchen den Kuppelschaden. Und zeigt die aktuelle Anzeige lagert Ressourcen an. Ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. Hier können wir reparieren, wie gesagt. Brauchen wir alles noch nicht. Mit einem kann ich jetzt nicht... Nö, da brauchen wir gar nicht erst weiter gucken. Ah, immer falsche Taste. So, Q, wenn ich irgendwas loslassen oder raus will. Okay, merke ich mir. So, da unten sehen wir... wann die Feindwelle jetzt kommt. Ihr seht es da unten. Das nette Gesicht. Das schwarze mit den orangenen Augen unten in der Anzeige. Wir sind halt anfangs super lahmarschig. Das wird aber noch. Wir werden noch etwas schneller werden. Sobald ich gegen die Wände andippe, fängt er tatsächlich selbst an zu graben. Da muss ich gar nichts machen. Man fliegt einfach nur gegen.
So, wir müssen jetzt echt nach oben. Ich versuche die drei hier noch hochzubringen mit. Vielleicht können wir da noch schnell ein Update machen, bevor die Monsterchen kommen und die Alien-Viecher. Ja, gut. Dann schnell ran da. Kann ich noch schnell D machen? Ist dann auch Pause? Also hier oben steht Pause, ich hoffe mal. So, wir haben vier Dinger. Das heißt, wir könnten mal kurz vielleicht tatsächlich was für die Abwehr machen, wenn die jetzt kommen. Ja, das vielleicht nicht. Zielhilfe. Weiß ich nicht, ob ich eine. Das will ich erstmal ausprobieren, ob ich eine Zielhilfe brauche. Haben wir auch Wasser? Ja, haben wir. Wir könnten schon mal erhöht die Schadensmenge, die der Kuppelschild absorbieren kann. Das ist vielleicht nicht schlecht. Das können wir uns auch leisten. Nutzt Wasser, um den Schild manuell zu maximieren, damit er bei der nächsten Angriffswelle mehr Schaden absorbieren kann. Okay. Schildstärke maximieren, 40 SP. Hier eine aktive. Oh ja, Elektroschock finde ich, glaube ich, geil. Wir nehmen den Elektroschock. Ich weiß, dass der sehr nützlich sein kann. So, Q. Und dann geht, glaube ich, der Kampf los. A. Wie schieße ich denn? Oh Gott. Pfeil hoch. Okay. Guck mal, da kommen sie nämlich schon. Da ist der erste. Ich schieße nicht. Warum schießt der nicht? Ach so. Warte mal, wie mache ich den Elektroschock? Wieso nutzt er den Elektroschock nicht? Ich drücke F wie eine Bekloppte gerade. Ach, ich mache das durchgehend. Ich muss gar nicht so machen. Okay. Aber der Elektroschock hat nicht funktioniert gerade. Ich habe F gedrückt, da ist nichts passiert. Ich wüsste schon gern, wie ich den benutze, ehrlich gesagt. Also bei F passiert da gar nichts. Ha. Warte mal. Also die Zeit vergeht ja gerade nicht. Okay, so schon. Ha. Müssen wir nachher nochmal. Warte mal. Ich gehe mal nochmal kurz hier ran. Warum konnte ich den nicht benutzen? Also ich habe wirklich F gespammt gerade, als er dran war, ist nichts passiert. Also gekauft haben wir es auf jeden Fall. Okay, das ist ein bisschen doof. Naja, mal sehen. Okay, wir müssen hier raus und weitere Ressourcen sammeln. Das war gerade sehr unpraktisch, ehrlich gesagt. Wenn der nicht geht, haben wir hier... Nein, ach raus. Haben wir halt echt ein Problem, wenn wir den Elektroschock nicht benutzen können. Oh, da sind ja noch Dinge. Naja, gut. Kann sein, dass die Tastenbelegung nicht stimmt. Überlege ich halt gerade. Na, ein Ding. Ja, ich muss gleich zurück, leider. Vielleicht nehme ich das hier schon mal in die Hand. Die Ausbeute ist sehr mager. Wenn es dabei bleibt. Immer ratsam, so zwei in der Mitte freizulassen, weil uns das sowieso nichts bringt. Also man sieht ja immer an den Rändern quasi, ob da Ressourcen sind oder nicht. Wow, wir haben echt nichts gefunden. Na gut. Okay. Dann mache ich mich mal zum Kampf bereit. So, also gedrückt halten das Ding. Oh, da hinten. Verdammt. Sag mal, beweg dich. Also wie? Steuerung? Ah, jetzt. Guck mal, jetzt hat es gemacht, den Elektroschock. Okay. Da habt ihr gesehen, der war ganz kurz gestunt, aber leider noch nicht lange. Aber immerhin besser als nichts. Okay, geschafft. So, die Anfangswellen sind wirklich Pipifax hier, aber das bleibt nicht so, das kann ich euch versprechen. Das bleibt auf keinen Fall so. Ach, jetzt habe ich mich selber... Naja, gut, das war doof. Gut, dann machen wir es jetzt so. Jetzt habe ich hier leider den Gang falsch gesetzt, das ist natürlich sehr ärgerlich. Wo ich es gerade noch erklärt habe, wie es richtig geht. Okay. Weißt du, was ich mal mache? Ich grabe ein bisschen runter. Dann fangen wir ab hier nochmal richtig an. Und hier mache ich es jetzt einmal falsch. Oh, für die Dinger brauchen wir leider länger. Sehr unpraktisch. Okay, das dauert zu lang. Dann muss unser Bohrer erstmal ein bisschen besser werden. Ihr seht das daran, wie viele Steine quasi angezeigt werden. Hier sind es relativ wenig. Also so die grauen Punkte im Stein. Oh Gott, wir müssen zurück. Da hinten sind die deutlich dichter. Deswegen sieht man, dass man da länger brauchen wird. Ich würde nochmal ganz kurz... Haben wir irgendwas? 1, 1, 3. Also nur reparieren könnten wir, aber reparieren ist noch nicht notwendig. Okay. Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte in den Kampfmodus. So. Okay, dich kriege ich. Also Zielhilfe finde ich, glaube ich, Quatsch. Ich denke nicht, dass wir eine brauchen werden. War's das? Okay. Oh Gott.
Wie gesagt, Anfang noch Kinderspielchen, aber später nicht mehr. Machen wir hier weiter. Jetzt würde ich halt auch wirklich gerne mal... Oh, Wasser. Immerhin. Drei Stück auch. Aber ich gucke erstmal, ob wir noch die anderen Teilchen finden. Die bräuchten wir eher. Die spawnen auch nicht. Muss man sich keine Sorgen machen. Und mir fällt gerade auf, dass ich gar keinen Wecker gestellt habe. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge geht. Naja, wir gucken mal. Wir spielen einfach mal eine Weile und schauen. Okay, ich nehme erstmal mit. Drei können wir jetzt, glaube ich, ja, das ist ein bisschen doof hier gerade. Also drei können wir mitnehmen, mehr wird schwierig. Dann werden wir viel zu langsam. Ich würde halt schon gerne noch einmal runter dann, wenn wir es schaffen. Und wir könnten gucken, ob wir schon die Tragekapazität machen können mit dem. Warte, wir gucken mal. Die. Wo ist denn das? Hier, also das wäre der Bohrer. Maximalgeschwindigkeit müssten wir, glaube ich, ne? Oder das hier, damit er mehr Ressourcen tragen kann. Bin ich mir gerade unsicher. Verbessert den Jetpack, damit er schneller fliegt. Ne, dann mache ich das hier. Ich hoffe, das stimmt. Raus. Ah, schaffen wir das noch? Ah nein, jetzt bin ich schon wieder im Kampf gelandet. Ich bin nicht in den Kampf. Mann, Zeit verloren. Ich glaube... Ah, das wird nichts mehr. Nee, ich traue mich nicht. Ich bleibe oben. Wenn man nicht rechtzeitig da ist, kann das hier echt haarig werden. Deswegen, nee. So, ich gehe mal in die Mitte. Ah, da ist er. Na komm, komm, komm. Kaputt. Da oben ist ein Fliegeviech. Man kann das nicht kaputt schießen, während das unsichtbar ist. Das geht erst, wenn es da ist. Okay, geschafft. Oh nein, wir haben es nicht. Oh Gott, da kommen ja noch Viecher. Oh Gott. Wie doof. Ich dachte, das war's, weil vorhin die ganze Zeit zwei kamen. Okay. Ruhig bleiben. Jetzt aber, ne? Okay, jetzt. Ich sollte warten, bis das Geräusch kommt, dass man es geschafft hat. Und nicht einfach losstürmen. Das Gute ist, wir haben jetzt noch Ressourcen. Kann ich jetzt alle mit... Nee, okay, ich kann nur die vier, glaube ich. Den anderen hat er nicht anvisiert. Kann ich nur einen mehr nehmen? Das ist ein bisschen... Aber wir sind wirklich schneller, glaube ich. Vorhin waren wir mit den dreien, glaube ich, schon deutlich langsamer. So, rein da mit euch. Vielleicht bräuchten wir doch mal die Ressourcenanzeige. Ich weiß nicht, ob wir dafür was ausgeben wollen. Dich lasse ich erstmal liegen. Wir gehen erstmal weiter. Oh, da. Ach, da hinten ist Schluss. Okay, warte. Dann machen wir... Oh. Oh Gott, nee, hier kommen wir gar nicht mehr durch. Das nehme ich gern mit. Na komm. So viel wie geht. Doch, jetzt haben wir aber fünf Stück. Jetzt sind nur sehr lange. Ich mach mal einen weg. Okay, das sollten wir hinkriegen gerade so. Oh Gott. Nee, ich mach noch einen weg. Bin ich schneller? Weiß ich nicht. Oh Gott. Nee, ich muss schneller sein. Okay. Okay, ist weg. Oh Gott, von beiden Seiten, das ist so gemein. Okay. Der Elektroschocker hält halt auch nicht lange. Stirb! Okay. Kann ich schon verbessern? Reicht das? Vier. Oh ja, dann wisst ihr was? Bohrer. Drei Wasserdingens brauchen wir, glaube ich, noch alles nicht. Und raus. Ich mag das voll. Ich weiß nicht, ob das immer so rüberkommt, wenn man nicht selber spielt. Aber hier gerade beim Spielen, da pumpt das Blut. Also Adrenalin geht hoch jedes Mal, wenn die Viecher kommen. Mal hier lang. Oh ja, wow. Also seht ihr mit dem Bohrer hier wie durch Butter gerade. Sehr gut. Oh, und so viel Zeug. Okay, holen wir gleich alles. Und auch das kriegen wir jetzt ohne Probleme hin. Sehr schön. So, dann gibt mal ein paar her. Fünf Stück sollten wir schaffen, bis die Viecher kommen. Es gibt auch noch später, können wir finden, einen Aufzug. Der geht hier einmal durch die Mitte durch. Deswegen ist immer ratsam, sich so einen Mittelstrahl da zu machen. Da kann der nämlich der Aufzug hin. Später. So, kann ich noch was machen damit? Sieben Stück. Ich mache mich mal schneller.
Das hätte ich gerne noch. Und können wir noch was für die Kuppel machen? Drei nur noch. Oh. Hier. Schildstärke maximieren. Ja, komm. Machen wir mal die Schildstärke. So. Drei Wasser, drei Dingens nehmen. Man braucht leider immer die gelben irgendwie. Außer beim Reparieren. Also, fertig. Reparieren glaube ich noch nicht. So, seid ihr? Und tschüss. Na, du auch noch? Okay. Was ist das? Mensch, das war ja... Glück muss man manchmal auch haben. So, können wir gleich die restlichen holen. Da waren noch mehr, ne? Ich würde gerne die anderen noch holen. Ey. Ich nehme mal den mit und die drei da unten. Man muss halt immer ein bisschen abwägen. Was macht man in der kurzen Zeit so? Aber wir können noch einmal locker runter. Den einen da, den muss ich noch irgendwie mal zwischendurch holen. Müssen wir mal gucken, wann. So, jetzt gehe ich... Oh, wow, okay. Ist das Glück oder Glück? Ich weiß auch nicht. Schaffe ich nochmal? Na komm, gib mir noch was ich mitnehmen kann. Vielen Dank. Nehmen wir den einen und die zwei da und kommen später nochmal her. Oh, nein. Wenn die zu weit weg sind, dann kriegt man die manchmal nicht. Und die können hier auch tatsächlich sich auch an den Wänden festhaken oder an den Decken. Und dann fallen die wieder ab. Das kann auch passieren. So, wir haben hier jetzt richtig viele. 12 Stück. Ich würde wirklich gerne was für die Stärke hier machen. Ich nehme mal Schaden. Vielleicht auch Geschwindigkeit. Der ist wirklich lahmarschig, habe ich gerade gemerkt wieder. Ich will mal ein bisschen Schnelligkeit haben. Oh ja, viel besser, viel besser. Wir kommen ja kaum von links nach rechts gerade. Wir müssen auch unbedingt das Schockding noch verbessern. Okay. Das läuft gar nicht so schlecht. Wahrscheinlich nur, weil ich schon das Höhensturz-Let's Play geguckt habe. Sonst würde das hier sicher nicht so gut laufen gerade. Ich muss das jetzt leider einmal freiräumen, sonst haben wir hier wieder falsch. Und die Taktik hier, ich glaube, da wäre ich selbst nicht drauf gekommen. Also das mache ich auch so, weil ich es eben bei Höhensturz gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich selbst darauf gekommen wäre, so zu graben. Und das macht halt super Sinn, so zu graben. So, was mache ich mit dir? Nehme ich mal mit. Ich glaube, vielleicht kriegen wir hier den Aufzug. Mal schauen. Ich glaube, dadurch kriegt man immer irgendwas Cooles. Ist sau schwer, wie man sieht. Ah, wähle ein Gadget. Ja, hier ist der Aufzug. Installiert einen automatischen Aufzug, der abgebaute Ressourcen zur weiteren Verarbeitung in die Kuppel transportiert. Also müssen wir einfach nur noch in die Mitte legen und dann wird alles hoch. Zu Kobaltschreddern. Schreddert das Gadget und erzeugt zwei Kobalt? Nö. Kondensator installiert eine Maschine unter der Kuppel, die langsam Wasser durch Kondensation erzeugt. Ich nehme den Aufzug. Habe ich jetzt den Aufzug? Was soll ich jetzt bekommen? Jetzt habe ich Wasser. Gut. Okay, ich wollte eigentlich den Aufzug. Ich wusste nur nicht, wie ich hinkomme, weil ich konnte die Maus nicht benutzen. Naja, jetzt haben wir den Kondensator. Ist ja auch schön. Nicht das, was ich wollte. Aber hey, wer kriegt schon, was er will? Das ist ja ärgerlich. Ich wusste gerade nicht, wie ich den auswähle, ehrlich gesagt. Das müssen wir beim nächsten Mal nochmal gucken. Ich dachte, wenn ich jetzt... da ich eben die Maus nicht nehmen konnte, dachte ich, wenn ich jetzt die... Ja, WASD benutze, dass ich da irgendwie hin kann, aber ging nicht. Da hat er gleich ausgewählt. Ich weiß nicht warum. Naja. Oh nein, ich hab's nicht mitbekommen. Ist ja schon so weit. Oh Gott, wir werden schon angegriffen. Oh nein, ich hab sowas von gar nicht darauf geguckt und... Oh Gott. Oh Gott, da geht die Lebensenergie runter. Oh nein. Ich hab sowas von gepennt gerade. Ah, wie doof ist das denn? Nein, jetzt bin ich... Jetzt merkt das, ich bin nervös. Oh, das ist ja richtig ätzend gerade gewesen. Ja, Mist. Also wir können reparieren, alles gut, aber... Uff. Die kleinen Viecher muss ich jetzt leider mal ranspringen lassen. Die tun nicht so weh wie der, glaube ich. Ah, das ist ja doof gelaufen. Passt mal bei einer Sekunde nicht auf. Eine Sekunde. Okay, wir reparieren. So. Ein bisschen mehr zumindest. Okay, 1, 4. Nee, davon kriege ich nichts. Ah, immer wieder. Man geht direkt in Kampfmodus, wenn man WASD da drin noch drückt. Ah, war das doof.
Entschuldigung. Mann, da war ich so abgelenkt von dem blöden Aufzug. Na gut. Lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Muss mal halt einmal reparieren. Oh, hier ist Ende. Okay. Kann ich hier am Rand noch ein bisschen gucken? Nee, hier ist auch Ende. Das erkennt er daran, wie das umrandet ist, dass da Ende ist tatsächlich. Die beiden schnappe ich mir mal eben. Der Kondensator ist an sich auch nicht schlecht. Also wir brauchen ja auch Wasser. Das wäre auch so meine Wahl gewesen, Kondensator oder Aufzug halt. Und der Aufzug ist auch recht langsam. Also man legt den in die Mitte und der geht halt einmal von oben nach unten. Und ja, dann dauert das eine Weile, bis der die Ressourcen tatsächlich nach oben katapultiert hat. Mitgenommen hat. So, schaffe ich es noch einmal? Oh Gott. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen... Wir haben halt den Schild da, den blauen, so ein bisschen. Aber ewig hält das halt auch nicht. Ich gehe jetzt wieder hoch. Den dritten habe ich leider nicht bekommen, ist egal. Sind wir schneller. Es gibt auch später sowas noch wie Teleporter und so. Kann man auch Glück haben. Ich gehe erstmal in die Verbesserung. 6, 5, okay. Hier ist, glaube ich, das Fritzelblitzen ein bisschen länger. Ja, Zusatzfähigkeitsdauer 2 Sekunden, das nehmen wir jetzt mal. Haben wir gerade genommen. Oh, hoch! Gut. Blöd. Okay, komm, jetzt holen wir uns hier alle. Ja. Und dich kriege ich auch noch. Die Frage, ob wir jetzt einmal reparieren, ehrlich gesagt. Das ist ganz schön beschädigt worden. Die. Ich glaube, ich repariere mal. Ja, müssen wir auch. Okay. Gut. Wieder runter. Ja, das ist so quasi das Spiel. Man kriegt coole Sachen, man sammelt Ressourcen, tötet die Viecher hoffentlich schnell genug, bevor sie einen selber getötet haben. Simples Spielprinzip, aber ich glaube, ein richtiger Suchtfaktor. Kann ich 5? Ja, geht. Ja, ich wollte gerade sagen, ein schönes Spiel für nebenbei, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da kann man nebenbei gar nichts machen. Also ich wüsste nicht, ob ich jetzt nebenbei noch eine Serie gucken könnte, wenn ständig Angriffswellen kommen. Was war denn das? Ach so, nee, okay. Erhöht die strukturelle Integrität deiner Kuppel plus 300 SP. Haben wir aber gerade nicht. Okay, was war noch? Zivisier? Nö. Schildstärke 50 SP. Ja, machen wir mal. Ein bisschen mehr Schild fände ich, glaube ich, ganz nett. Okay, das war's dann auch schon wieder. Schaffen wir noch einmal? Müssen wir mal gucken. Wir können die Dinger natürlich gleich mitnehmen. Die zwei da unten. Ah, das ist nochmal stärker hier, das grüne Zeug. Wir müssen den Bohrer verbessern, leider. Okay. Wir werden hier sonst nicht mehr weit kommen. Weißt du was? Ich... Nee, das wollte ich gar nicht. Ich mach mal erstmal... Achso, das ist ja die falsche Ebene. Geh mal ein kleines bisschen runter schon mal. Und dann müssen wir mal gleich hoch, auf jeden Fall. So, jetzt. Jetzt haben wir schon mal den Gang ein bisschen weiter gemacht für nachher. Oh Gott, das ist der falsche Gang gewesen. Verdammt. Okay. Nicht schlimm. Wir hätten ja was finden können. Dich nehme ich auch gleich mit, bitte. Und rein da. So, wo sind die Gegner? Da sind sie. Ah, oh, die kleinen Mistviecher. Okay. Und ihr seid auch scheiße. Ist alles scheiße. Jetzt will er ihn ja auch wirklich alles umbringen. Ich glaube, wir müssen langsam auch mal Pause machen, oder? Warte mal, ist hier pausiert? Ja, hier ist pausiert. Ich glaube, die Folge wird jetzt schon einiges lang sein. Also bestimmt länger als 20 Minuten. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal hier kurz einen Schnitt. Und dann, ja, werden wir in der nächsten Folge mal gucken, ob wir die Kuppe hier weiter verteidigt kriegen oder nicht. Ich hoffe, wir schaffen es. Also dann, wenn es euch gefallen hat, schreibt doch auch gerne in die Kommentare, was ihr überhaupt von dem Spiel haltet. Ist ja auch die erste Folge davon. Und vielleicht ja auch schon, vielleicht habt ihr auch selber schon Erfahrungen damit gemacht. Das Spiel kam ja gerade erst raus Ende September. Deswegen so viel
kann man vielleicht noch gar nicht gespielt haben oder ihr habt euch schon alle festgesuchtet, so wie der gute Hirnsturz. Also schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von haltet. Gerne ein Like da lassen, wenn euch die Folge und das Spiel gefallen. Und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.